Die katholische Kirche ist momentan etwas in Verruf geraten. Aber auch bei dem aktuellen Zusammentreffen der Mitglieder der katholischen Kirche ging es nur in winzigen Schritten in Richtung Erneuerung. Von der Zukunft mag man überhaupt nicht gerne sprechen, da man immer noch nicht in der Gegenwart angekommen ist, sondern immer noch in der Vergangenheit festhängt. Ich möchte aber gar nicht zu sehr in dieses sehr ernste Thema einsteigen, sondern alles mit einem zwinkernden Auge betrachten. In unserer aktuellen Filmauswahl haben wir nämlich eine Komödie dabei, die sich mit einem Hochwürden beschäftigt, der ein uneheliches Kind hat. Aber dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir außerdem zwei Actionfilme, drei Herzfilmformate, eine weitere Komödie und einen Oldie im Programm haben. Doch jetzt erzähle ich Ihnen etwas über den Film Hochwürden wird Papa. Hochwürden wird Papa ist eine mit augenzwinkerndem Humor inszenierte Komödie aus dem Jahr 2003. Der Hotelier und Bürgermeister Oskar Lindner verlangt von seinem Neffen Tristan, seiner Braut Eva den Laufpass zu geben, um seine Jugendliebe Senta zu heiraten. Denn Senta ist die Besitzerin einer lieblichen Bergwiese nebst angrenzendem Wald, den Lindner, ein ausgekochter Geschäftsmann, für ein neues Skigebiet roden lassen will. Doch da hat der gewitzte Dorfpfarrer Hochwürden Jagermüller noch ein Wort mitzureden. Der streitbare Geistliche interessiert sich nicht nur für Naturschutz, er weiß auch, eine Zweckehe zugunsten einer Liebesheirat zu verhindern. Unterhaltsamer Schwank mit prominenten Fernsehdarstellern der 2000er in Heimatfilmmanier. Mit ein bisschen Humor kann man die Welt und deren schwierige Themen einfach leichter ertragen. Wenn Sie also diesen oder einen der anderen 7 Filme ab Donnerstag streamen möchten, dann brauchen Sie einfach nur Ihre Fernbedienung. Drücken Sie den gelben Knopf, sobald das Anixa-Banner erscheint, oder einfach nur den roten und nutzen Anixa über die Mediathek. Probieren Sie es doch mal aus!